Servus Leute und willkommen zu Let's Play Command Conquer and Twilight, den Multiplayer. Wir spielen auf der Seite der Nord und wir hängen jetzt gerade im Ladescreen, sehe ich. Der Spec Iron Man 6 hat noch nicht mal geladen. Super, und ich dachte, jetzt kann ich loslegen. Aber nein, jetzt müssen wir wieder auf einen warten. Okay. Ja, wir spielen auf der Map Lagerkampf. 3 gegen 3. Wie gesagt, ich bin auf der Seite der Nord. Ah, jetzt fängt an zu laden. Gut. So, und es kann losgehen. Was spielen wir? Offensiv, defensiv oder Supporter? Wir haben die Qual der Wahl. Ich glaube, diesmal wieder Unterstützer. Ich bin einfach so ein Fan davon jetzt. Keine Ahnung. Seit dem letzten Spiel. Hab ich voll Bock drauf. Stationierung erfolgreich, Kommandant. Okay, paar Ingenieure und der Rest Cobras. Wie immer. Krone unterwegs. Und den pflanzen wir dahin. Ist halt immer dasselbe. Das war's dann. Was? Schon ein 2 gegen 3 und wir haben eigentlich so gut wie gewonnen. Warum? Ich verstehe es nicht. Zeiteinheiten gesichtet. Sie werden mich brauchen. Alles klar. Jo, nimm das ein. Was macht der andere? Oh shit. Ich sollte vielleicht eins zum Tiberium sammeln schicken. Ja, dann schicken wir da runter. Die Cobra. Setzen wir mal in so eine Gruppe, Gruppe 1. Jo. Das passt alles. Haben das Gebäude erobert. Da oben ist ein Crawler, hier geht schon Battle ab. Ja. Feindlicher Crawler geortet. Hält sich nur in Grenzen. Wie gesagt, wieder Tempoverstärker. Alle zum Team 1 hinzufügen. Was Interessantes? Immer doch, ich bin immer der doch. Beste. Da bin ich mir sicher. Gut, dann helfen wir mal da oben. Und dann graden wir mal das hier ab und das hier. Dann sind sie zielgenauer und laden schneller nach. Haben das Gebäude erobert. Endlich. So. Ja, was geht, Bruder? Und da unten. Komm, dann greif mal den an. Kann der das schon immer einnehmen? Komm schon. Gut so. Kommt auch rein. Alles klar, Bruder. Ja, 2 gegen 3 ist schon ein bisschen unfair. Da haben die gar keine Chance eigentlich. Außer wir haben einen richtigen Noob im Team, aber das glaube ich wäre eher weniger. Vielleicht hänge ich dann nochmal ein Match ran. Feindlicher Crawler geortet. Der hat schon eine Armee. Aber die kann auch nicht so viel ausrichten. Ich garantiert nicht. So, jetzt helfen dem da oben. Aber richtig. So. Ha. Das geht ab. Komm schon. Yeah. Und Pierce sich schon zurückzieht. Weil er einfach keine Chance hat gegen die Übermacht. Jetzt der hier. Dann noch der da oben. Das ist unser nächstes Opfer, ha? Den auch hier, komm. Gut. Und jetzt den da. Der hat das höchste Level von den dreien. Oder vieren. Gut so, komm schon. So, jetzt zerstören wir den Crawler. Dem Minecrawler geht's auch noch gut. Der, jetzt kriegen die Einheiten hier nämlich schon Verstärkung. Weil ich schon wieder Einheiten nachgebaut habe. Komm schon, jetzt macht den Crawler platt. Ich glaube, ich zerstöre lieber die Einheiten. Das geht schneller. Der kann zwar dann noch Einheiten nachbauen, aber das hilft dem halt mehr. Schon mal besser, mehr Einheiten zu haben. Als jetzt da unnötig das anzugreifen und später hat man dann keine Einheiten mehr, weil man die feindlichen Einheiten immer angegriffen hat. Ja, die haben jetzt keine Chance mehr, ich zerstöre die schneller, als sie nachbauen können. Und diese kleinen Flugabwehrpanzer da, die Talons, die machen auch nichts mehr. Talons oder wie auch immer. Genau, und jetzt ein Crawler. Und dadurch, dass er rumläuft, ist er noch schwächer geworden. Das ist auch gut für uns.
Und jetzt hat er schon aufgegeben wahrscheinlich. Ich mach den Crawler jetzt aber platt, ich mit Zigar. Baue ich eigentlich noch nach? Nee, eben nicht. Das machen wir gleich mal. Ja, yeah, jetzt komm. Der wird doch jetzt hier noch drauf gehen. Endlich. Hat einen Crawler verloren. Wir haben nur noch einen Kontrollpunkt. Das sollen wir auch gleich mal ändern. Dann gehen wir jetzt mal zur Mitte. Oder nee, wir gehen zur Nummer 4. Route bestätigt. Wir brauchen mehr Kommandeurspunkte. So, und die Einheiten auf Nummer 1, die greifen... Was greifen sie an? Ah doch, da bleibt man gleich mal dort. Zählt, aber gegen Lufteinheiten kann ich halt nichts ausrichten mit den Cobras. Aber die Bodeneinheiten sind gerade eh ein größeres Problem als die Lufteinheiten. Auf jeden Fall finde ich es gut, dass sie es versuchen, noch zu gewinnen. Eine Einheit wird angegriffen. Man kann nie wissen. Ich habe auch schon mal ein 2 gegen 3 verloren, wo ich dann in der Überzahl war. Also, wo ich dann ein Dreierteam war. Das passiert ruhig mal öfters, aber... Schon öfters, aber... Naja, keine Ahnung, ich finde es auch immer scheiße, wenn dann Leute rausgehen. Deswegen finde ich das auch bei Dota 2 so geil. Da gibt es so ein cooles System. Das heißt, wenn man dann immer rausgeht, dann kommt man auch nur mit Leuten zusammen, die auch immer rausgehen. Aber das geht ja halt nicht, weil nicht so viele spielen. Weil einfach Dota 2 ist kostenlos. Also zumindest die Beta-Keys. Und von denen gibt es eh tausende. Ich habe jetzt auch einen bekommen, schon länger her, aber... Da ist man eigentlich fast schon dumm, wenn man es kauft. Außer man hat jetzt wirklich keine Möglichkeit, irgendwie an Dota 2 Key zu kommen. Auf jeden Fall wollte ich halt sagen, dass da halt das Spielsystem halt, weil es halt mehr Spieler gibt, halt viel besser ausgeklügelt worden ist. Indem man einfach die Leute, die oft rausgehen, einfach getrennt hat. Das ist ja wie, bei WarZ wollten es ja auch viele, aber dann, es wollten halt ein paar Leute, dass zum Beispiel die Cheater auf einen extra Server kommen und dann dort cheaten dürfen. Aber die dürfen halt dann nicht woanders hin, also die können auch gar nicht woanders hin. Damit wollten wir halt die Cheat Engine testen, also die Anti-Cheat Engine. Und halt, hier, wie heißt halt gleichzeitig die Cheater bestrafen. Aber dann haben zu viele dagegen gestimmt, deswegen werden sie jetzt weiterhin gebannt. Und der Typ, der baut jetzt schon Flugabwehr. Das habe ich gerade bemerkt. Aber die 5 Einheiten, da bringt es glaube nicht so. Ja, ich zerstöre die viel zu schnell. Ja, geil. Ja, das ist gut. Ja, ja. Gute Idee, aber leider nicht genug Einheiten. Ich mache das meistens auch so, immer eine Bodeneinheit, eine Flugabwehr, aber da muss man schon wirklich viel Flugabwehr haben und nicht dann mit einer halben Armee da ankommen. Besonders weil die ja eh mehr Einheiten bauen können, weil ja einer fehlt. Die haben mehr Kommandopunkte. So, jetzt wieder nach oben. Okay. Genau, der ist nämlich nicht mehr im Team hier. Da gibt es auch so Befehle, wie man dann gleichzeitig alle Einheiten auf 1 setzen soll, aber die kenne ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nur, wenn man STG1 drückt, dass man dann die in Gruppen zuteilen kann. Oh, wir sind ja Supporter, das heißt, das hier. Wir haben Spezialfähigkeiten. Machst du das schon? Ne, da. Hä? Machst du das? Schon da. Ich dachte, das wird ein bisschen mehr Bums. Egal. Oh shit. Da hat jemand einen Kristall zerstört. Schon wieder der hier, der jetzt drauf geht. Der Parsi. Gut. Schon wieder ein Crawler zerstört. Müsste alles recht sein. Jetzt fliegen wir mal wieder nach oben. Um meine Einheiten zu regenerieren. Also ein bisschen zu reparieren. Die sollen ja nicht unnötig, ja, zerstört werden. Haben Sie mich geortet? Feindlicher Crawler geortet. Geben Sie mir einfach ein Ziel. Cobra klar zum Gefecht. Machen das jetzt alle? Ne, noch eine kann ich glaube bauen. Ja. Also nach der diese Einheit ist Schluss. Wir haben so wenige Kommandeurspunkte. Genau. Jetzt hier runter. Und dann demoralisieren wir mal die feindlichen Einheiten. Stimmt, haben die jetzt eigentlich eine Tarnung? Wer müsste denn die bekommen? Ich habe schon die ganze Zeit, warum die getarnt sind.
Oh yeah. Das geht halt richtig ab. Das sieht man, selbst mit Anfangswaffen kann man halt viel ausrichten. Nur wenn man halt gar keine Punkte einsammelt. Ja, jetzt seht ihr, ich kann nicht angreifen. Und nur wenn man gar keine Punkte einsammelt, hat man halt immer die Arschkarte gezogen. Gut. Jetzt da unten noch die zwei da. Mensch, denn schon. Gut so. Oh shit, das ist das Verteidigungssystem. Mit dem will ich mich nicht unbedingt anlegen. Zurück, genau. Ja, das können wir hier noch zerstören. Nur hier muss man auch aufpassen, weil hier kann Crawlers spawnen und dann alle Einheiten auf einmal zerstören. Aber ich glaube, der ist nicht, die ist nicht schlau genug dafür. Ja, komm schon. Ich nehme jetzt irgendwas. Ich habe eh die Anfangseinheiten, das bringt gar nichts für die. Ja, da oben. Ach du Scheiße, jetzt hat das geblickt. Aha. Okay. Markieren wir mal. Markierung geortet. Markierung geortet. Feindlicher Crawler geortet. Da kann ich nicht viel ausrichten. Lol, wieso, hä? Wie die von allen Seiten kommen hier. Sieht voll cool aus auf der Map. Oh ja, das war echt hart für die. Hab ich noch was? Oh ja. Yeah. Das war richtig gut. Jetzt voll reinbrechen. Schon wieder der Parsi. Yeah. Auch wenn es ein bisschen sinnlos ist, aber... Naja. Also ganz sinnlos ist er nicht, aber meine Einheiten werden halt unnötig zerstört. Oh ja, zurückkommen, haut ab. Das ist nicht wert. Das ist einfach nicht wert. Aber ich kann trotzdem noch helfen. Demoralisieren. Schwieriges Wort. Ja, das Tiberium brauche ich jetzt nicht einzusammeln. Ich verlasse mich da mal auf meine anderen Teamkollegen. Und wenn es niemand macht, dann mach's ich. Aber sonst verlasse ich mich da immer auf die anderen. Ja, jetzt aber. Schon wieder. Sind's doch alle, ja. Und jetzt kann man den angreifen. Boah, shit, wie schnell der Leben verliert. Oh ja. Das war eine schlechte Idee von dem. Oh, die Ingenieure können wir zerstören. Deswegen bauen auch oft die Leute dann fliegende Ingenieure. Das kann man halt nur als Supporter, weil dadurch man halt einen Vorteil hat, weil nicht jede Einheit Lufteinheiten angreifen kann. Wobei schon ziemlich viele Einheiten Lufteinheiten angreifen können. Da gibt es nur einen sehr wenige, so wie die hier. Dann die Panzer, selbst die Skorpione können, das sind die hier da, die. Selbst die können Lufteinheiten angreifen. Von mir aus. Neuer Aussichtspunkt. Feindeinheiten gesichtet. Aha. Ich regle das. Ja, sonst gibt es noch viel zu erzählen hier. Wir haben so gut wie gewonnen. Der Feind baut nichts mehr. Vermutlich kommt er gleich wieder mit einer Mega-Armee. Feindlicher Crawler geortet. Ja, guck, das sieht man schon. Baut Flugabwehr wie ohne Ende. Ich glaube, ich zerstöre die Abwehr hier. Wir haben fast schon gebaut. Ich könnte auch mal den Crawler weiter nach vorne holen. Feindeinheiten gesichtet. Immer weiter. Weil dann werden meine Einheiten gleich an der Front gebaut. Wir müssen dann nicht erst einen langen Weg auf sich nehmen und hierher fliegen. Oh shit. Weg. Zurück. Boah. Ein Millimeter hat er noch Leben. Naja, der baut halt nur Flugabwehr. Das bringt gar nichts, weil ich meine Einheiten einfach immer zurückziehe. Und wir haben gewonnen. Auf jeden Fall wieder mal ein, ja, schönes Match. Für mich war es schön, für euch war es ein bisschen langweilig, weil wir halt so gut wie gewonnen haben. Auf jeden Fall danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.